Noch mit den Fingern ein vor eins nach vorne und dann am Alba gehen. Wir arbeiten immer zusammen, also zu viert quasi. Therapeutin, der Hund, ich als Hundeführerin und der Klient, Klientin, Patient. Ich bereite eigentlich die Therapie vor. Was ist genau das Ziel, was Frau Horni in diesem Fall im Alltag braucht? Suchen Sie auch schön recht. Genau. Zum Beispiel, dass sie weniger zittert, um einen Wasserhahn zu öffnen, mehr Kraft hat. Und dann schaue ich mit Claudia vorgängig, was ist mein Ziel. Wir besprechen das vorgängig und dann schauen wir, was der Hund und der Patient kann. Die Frau Horni hat uns gesehen und den Rollator auf die Seite geschoben. Und dann habe ich so gemacht und das, ja, was mache ich mit dem? Die Frau Horni war total entspannt und hat gestreichelt, gestreichelt, gestreichelt. Und irgendwann hat sie gesagt, meine Hand zittert nicht mehr. Sie hat es selber gemerkt und erkannt. Ja, ja. Und nochmal. Sie. Ja, beinahe. Ich vergesse dann eigentlich, was ich mache. Ich arbeite zwar, aber es ist nicht die Arbeit, die ich sonst mache. Ja. Eine Bewegung macht mehr Sinn, wenn ich ihn streichle, als wenn ich 10-mal diese Bewegung mache. Der Hund gibt mir so viel zurück.